Hi, ich bin's euer Stefan und heute habe ich mir echt ein blödes Wetter ausgesucht. Letzte Woche kam ja das Video, wie man einen Einlauf macht. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch hier oben. Und letzte Woche hatte ich euch ja dann eben auch versprochen, dass ich euch jetzt in diesem Video erkläre, für was überhaupt ein Einlauf gut ist und was er überhaupt bringt. Weil für manche ist es doch ein bisschen abschreckend, sich ein Röhrchen in den Hintern zu schieben, kann man eigentlich so sagen. Aber es hat sehr viele gesundheitliche Vorteile und das erkläre ich euch eben jetzt. Ich denke mal, durch das andere Video sollte mittlerweile schon klar sein, was ein Einlauf ist. Das bedeutet, man spült sich Wasser von hinten in den Darm rein. Und der Sinn und Zweck erstmal dafür ist halt eben, alte Kotreste und Ablagerungen mit dem Wasser auszuspülen. Und zwar sind genau diese Ablagerungen Lebensgrundlage für Pilze, Parasiten und auch schädliche Bakterien. Und genau deswegen ist ein Einlauf auch die Grundlage einer Darmsanierung, weil nur damit, also wenn die schlechten Bakterien weg sind, wenn die Lebensgrundlage der schlechten Bakterien weg ist, nur dann kann sich die Darmflora und die guten, wichtigen Bakterien können sich somit wieder aufbauen und regenerieren. Unter anderem fördert so ein Einlauf auch die Darmperistaltik. Das ist diese Art Knetbewegung, die dafür sorgt, dass halt eben alles so im Fluss ist sozusagen. Und umso besser die Darmperistaltik funktioniert, umso schneller wird unser Stuhl ausgeschieden. Also umso weniger Zeit verweilt er im Darm und umso geringer ist die Chance, dass sich Parasiten, Pilze oder ähnliches bilden können. Und auch aus unserem Körper gelangen Stoffwechselabfallprodukte und Stoffwechselgifte in den Darm und die können sich halt schnell da ablagern und durch den Einlauf werden die eben auch mit ausgespült. Wenn diese Gifte nicht ausgespült werden, kann so eine Art Rückvergiftung entstehen. Das kann unter anderem auch Kopfschmerzen fördern. Das heißt, wenn bei Kopfschmerzen die Ursache eben eine Vergiftung ist, so innerliche Vergiftung, dann kann es schon helfen, sich einfach nur einen Einlauf zu machen, damit diese Gifte nicht wieder in den Körper gelangen, sondern einfach ausgespült werden und dadurch können sogar relativ schnell die Kopfschmerzen weggehen. Und dadurch kann auch ein Einlauf bei Erkältung helfen. Denn wie euch bereits bekannt sein sollte durch meine alten Videos, und zwar liegt der größte Teil des Immunsystems im Darm. Und wenn natürlich das Immunsystem im Darm damit beschäftigt ist, diese ganzen Stoffwechselrückstände, die ganzen Gifte und die ganzen Bakterien zu bekämpfen, dann fehlt dem Immunsystem die Energie, Zeit, Kraft, irgendwelche anderen Parasiten zu bekämpfen oder halt eben Bakterien wie von einer Erkältung oder Grippe. Und wie schon erwähnt, durch das Ausspülen wird somit die Hauptbeschäftigung des Immunsystems beseitigt und somit kann sich das Immunsystem voll und ganz auf die Erkältung konzentrieren, auf die Erkältungsviren losgehen und eine Erkältung einfacher bekämpfen. Es ist auch so eine Art Massage im Darm und das passiert eigentlich so, dass dieser Einlauf gewisse Reflexpunkte im Darm aktiviert und das kann zur Einleitung von kräftigen Impulsen zur Selbstheilung führen. Da eben, wie schon gesagt, ein Großteil des Immunsystems unterm Darm liegt und wenn wir das natürlich da unterstützen, dann hilft es unserer Gesundheit allgemein. Deswegen hoffe ich, ich konnte euch jetzt von einem Einlauf überzeugen. Wenn ihr noch Bedenken habt, könnt ihr gerne unten Fragen stellen. Ich werde sie dann beantworten und ansonsten wünsche ich euch gutes Gelingen. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn es euch geholfen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao, euer Stefan.